Das erwartet man nicht von einem Hut. Wo ist 18T? Hier gibt es kein 18T. Warum gibt es hier kein 18T? Das gibt's doch nicht, ey. Dann nehmen wir GTI. Also, die Leute sollen nicht sagen, dass wir das nicht perfekt hingekriegt haben. Also, perfekter geht's nicht, Jungs. Alles im grünen Bereich. Guckt euch mal an. Grün. Der Sturz ist komplett grün. Komplett. Spur ist grün. Perfekt, da geht's nicht. Hammer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Was war? Wenn der Turbo aufmacht, dann ist das brutal. Was ist das jetzt? Aber der lässt sich hammergeil fahren, ne? Ganz normal. Ganz normal, also. Okay, bis auf den Auspuff. Natürlich, der Auspuff ist ein bisschen pervers. Muss man ja sagen, ne? So ein Eisen hier drunter, der ist ganz locker. Ohne Mann! Das war der dritte Gang, war das jetzt? Zweite! Boah, wie brutal der kommt! Ey, ich drück nicht mal richtig, ne? Was erwartest du jetzt hier? Ja, ich bin richtig gespannt mit den Antriebsstellen und so auch. Also ich erwarte schon, dass er auch richtig heftig abgeht. Was ist der? Geil. Was ist das? Also, wenn man nur von sieht, erwartet man was. Nicht, ne? Also ey, schau mal, wie bequem er sich fahren lässt, ja. Ne? So, merkst du so einen Schlag oder so? Gar nicht, ne? Nein, ich habe das auch mit den Antriebswellen nicht so. Schau mal. Weil du meinst ja, dass die eventuell nicht ganz 100% gerade sind. Ja. Merkt man aber nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass da auch so auf Schlag ist. Merkst du das? Thank you.
der zweite ist brutal, sag ich dir. Das Problem, wir haben nicht so viel Benzin. Hm. Was meinst du jetzt so PS? Was willst du schätzen? Ich würde sagen Minimum 300. Ja? Minimum 300. So jetzt der erste, zweite Gang. Minimum. Aber ich muss dazu sagen, den ersten und zweiten Gang habe ich nicht durchgedrückt, ne? Nein? Nein. Minimum 300. Also ich hatte glaube ich 5000 Umdrehungen. Also 6,5 können wir locker drehen. Weil ich kenne den Vergleich zu meinem. Ja. Und der hat ja nur 230 Meiler. Ist ja 250 oder nicht? 230. Ah, okay. Und der geht schon ab, ne? Aber der hier, also im Vergleich zu meinem, der ist viel, viel, der ist über 300 auf jeden Fall. Meinst über, du? Über 300. Also ich schätze mal. Du wirst das merken, wenn du auf meinen fährst, kennst dich ja eh besser aus, du wirst den Unterschied merken, sofort. Der ist locker über 300. So wie der sich anfühlt, über 300. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er etwas mit 260 oder so hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Der tut mir richtig. Werden wir sehen. Ich bin mir sicher über 300. Das erwartet man nicht von einem Hut. Ja, ich fand's auch geil. Also echt. Wie der abgeht, ja. Das ist echt krass. Ja, und das Geile ist, bei der Spureinstellung hat man das gesehen, das Ding ist saumäßig gerade. Sturz ist richtig gerade. Spur haben wir sowieso eingestellt und der lässt sich auch richtig geil fahren. Ne? Ja, wir haben die kurzen Probefahrten gemacht jetzt. Natürlich werden wir nicht volle Pulle fahren auf der Straße erstmal. Das war jetzt nur für uns einmal, wie er sich fahren lässt. Mein Ladedruckventil ist, glaube ich, hinüber. Ich brauche ein Ladedruckventil, aber das ist nicht schlimm. Kann ich bei einem S3 kurz holen, austauschen. Ansonsten lässt er sich echt geil fahren. Ich freue mich schon auf die richtige Fahrt. Aber das Geile ist, das ist saumäßig sicher. Ne? Das Einzige, was sein kann, natürlich die Antriebswellen. Die können kaputt gehen. Ja, dann haben wir Pech. Dann haben wir Pech. Aber was können wir machen? Aber ich muss sagen, also wir haben gerade beschleunigt. Das seht ihr auch im Video. Und das Ding geht saumäßig erstmal ab. Ja, ich glaube, wenn ich den Ladedruck, wenn ich einmal nochmal richtig schön mache, dann geht er noch besser. Aber ich muss sagen, geil. Geiles Ding auf jeden Fall. Geht saumäßig ab. Ich freue mich schon auf die richtige Fahrt. 0 auf 100, aber ja, seid gespannt. Das kommt auf jeden Fall noch. Aber Reaktion habt ihr ja gesehen. So, dafür, das haben wir auch geschweißt. Das haben wir erstmal, das habe ich erstmal provisorisch erstmal so geschweißt, um zu sehen, ob der so in Ordnung ist. Ne? So, dass der stabil ist. Und ist er auch. Ne? Man muss echt sagen, also, dafür, du hast jetzt nicht mit mir gefahren, mhm. Aber ich muss sagen, richtig geil. Richtig geil, der bleibt so geil auf der Spur. Richtig sicher. Richtig schön, nicht wie davor. Davor hat sie echt Angst gehabt zu fahren. Allein von den Geräuschen hat sie Angst haben, also richtig Angst gehabt. Aber jetzt richtig gut. So sieht das aus, Jungs. 1.8T mit GT28. Ne? Denkt dran, es ist low budget. Ja, er hat ja nicht funktioniert gehabt. Ich habe ja den Kabelbruch gesucht gehabt. Darum habe ich ja die ganzen Kabel nochmal alle rausgeholt. Darum sieht es auch wieder so aus, wie es jetzt aussieht. Aber ist ja nicht schlimm. Und Ladedruckventil erneuern wir ja. Den habe ich jetzt abgesteckt. Ja, sonst alles super. Ist noch Feinigkeiten, Feinarbeiten, wie zum Beispiel, ich hole den Ventildeckellichtung raus. Der verliert unheimlich viel Öl hier hinten. Das hole ich raus. Ventildeckellichtung raus. Dichtung erneuern. Natürlich kommt ein Benzinfilter nochmal neu rein. Dichtung neu rein. Und dann werde ich das auch ganz schnell nochmal lackieren. Ne? So einfach auch schwarz. So. Die ganzen Rohre und so will ich einfach mal schwarz lackieren. So, dass das einigermaßen schön aussieht hier. Das möchte ich. Sonst, ja,
sonst gibt es nichts zu sagen. Sonst, ja, ihr seht, es ist eng verbaut, das Ganze. Ja, ein paar Sachen müssen noch gemacht werden, Schläuche und so noch ein bisschen gerade gemacht werden. Aber sonst, hallo, der soll nur drücken. Der soll drücken. Ich habe ja gesagt am Anfang, auch wenn er nur einmal startet und einmal beschleunigt und dann kaputt geht, dann geht er kaputt. Ne, das ist ja auch nicht die Sache, das soll nicht ewig halten. Und wenn der Motor mal auseinander kaputt geht, mein Gott, dann bauen wir den nochmal aus und dann verstärken wir den erst recht. Werden wir jetzt ein bisschen undercover fahren, bauen uns jetzt in die Strecke hin, ein bisschen undercover fahren, ein bisschen tanken heute und dann werden wir den mal hoch runterjagen. Mal schauen, was er bringt. Aber dazu gibt es bestimmt noch ein extra Video. Sturz ist der Hammer geworden, ne, Rafet? Ja. Sturz ist der Hammer geworden und ich muss sagen, echt, der lässt sich auch hammergeil fahren. Ne, da ist echt nichts, was wackelt. Super, einfach nur richtig geil. So, also, der lässt sich sogar besser als ein Lupo fahren. Ganz ehrlich. Ne? Der schwere Motor ist denen gut gekommen, habe ich das Gefühl. Und der hört sich auch gesund an. Alles super. Ja, und heute haben wir natürlich, wie gesagt, ein paar Fahrten hinter uns. Erstmal ein paar Sachen, Fahrten machen. Hier werden wir vorne auflassen. Vielleicht werden wir die Scheinwerfer, also wenn wir im Brilon sein sollten mit dem und Viertelmeile fahren, dann kommt natürlich der Scheinwerfer hier ab. Dass wir direkt schön Luft drin haben. Schöner. Aber bis zum Brilon werden wir den auf jeden Fall stark reinkriegen. Ich habe es nur geil gefeiert, dass wir den Sturz hammergeil hingekriegt haben. Das feiere ich. Ich feiere echt Mujahid, ich feiere echt Özgür, die das richtig geil. Also, wir haben alles richtig gemacht. Also, wir haben es richtig ausgemessen, wir haben es richtig geschnitten und wir haben es richtig geschweißt. Deswegen von mir für jeden Drops, die da mitgemacht haben. Mujahid, der das hammergeil geschweißt hat. Özgür, der es super schön ausgeschnitten hat mit dieser Kerbe und es richtig geil gemacht. Ja, das war's. Und deswegen, wir werden jetzt fahren. Wer mich nicht auf Insta folgt, einmal auf Insta folgen, da wird ihr bestimmt den einen oder anderen Story von mir sehen, wie ich den fahre heute Abend oder morgen Abend. Bestimmt werden wir da ein, zwei Faxen machen. Und da könnt ihr mich ja abonnieren, wer es nicht gemacht hat, Kfz-Fuzis, auf Insta abonnieren. Und wenn ihr schon mal Abonnierlaune seid, dann könnt ihr mich auch auf dem Kanal abonnieren. Euer Kfz-Fuzzi, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao.